In diesem Video wollen wir uns mit dem Aufbau von Solarzellen und der Funktionsweise von Halbleitern beschäftigen. Was wir dazu brauchen, ist zunächst ein Verständnis des Atommodells. Wenn wir uns das Atommodell nach Bohr vorstellen, mit dem Atomkern, jetzt in dem Fall nehmen wir mal das Wasserstoffatom mit dem Proton in der Mitte und das Elektron, was dann auf der Bahn um den Atomkern sich bewegt. Und was nun passiert ist, im Grundzustand, das heißt an dem Zustand der niedrigsten Energie, bewegt das Elektron sehr nah am Atomkern. Was man nun machen kann, ist, indem man Energie zufügt, das heißt ein Photon auf das Atom trifft, absorbiert wird, dann wird das Elektron auf ein höheres Energieniveau gehoben. Das heißt, also die Bahn, so ist die Vorstellung in dem Bohrschen Atommodell, vergrößert sich. Das ist natürlich in der Realität keine Kreisbahnen sind, sondern Orbitale, aber in einem vereinfachten Modell lässt sich ganz gut vorstellen. Das heißt also, das Elektron springt auf ein höheres Energieniveau. Das können wir hier mal einmal darstellen, dass das Energieniveau, wenn das hier das Grundniveau ist, im Grundzustand, durch die Anregung springt das Elektron auf ein höheres Energieniveau und durch weitere Anregung kann das Elektron dann auf eine noch höhere Energieebene gehoben werden. Das heißt, das in die entsprechenden Level oder Energieebenen. Das jetzt gilt für ein Elektron. Wenn wir uns jetzt einen Festkörper ansehen, eine Solarzelle auf Siliziumbasis, dann haben wir natürlich nicht nur ein Atom, sondern ganz viele Atome in diesem Festkörper, die miteinander verbunden sind. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt ganz viele von solchen Atomen haben, die in einer festen Gitterstruktur miteinander verbunden sind? Dort überlappen sich diese Orbitale, das heißt also die Aufenthaltsbereiche der Elektronen. Was passiert mit diesen diskreten Energiebändern, die wir bei einem einzelnen Atom beobachten? Die verschmieren zu Energiebändern. Das heißt, wir haben kein diskretes Energieniveau mehr, sondern jetzt Energiebänder mit entsprechender Breite, auf denen sich dann die Elektronen aufhalten. Und was wir nun erreichen wollen bei den Halbleitern, das heißt also, das Ziel soll ja sein, durch die Absorption von Sonnenlicht durch die Solarzelle wollen wir, dass sich Elektronen, die in dem Halbleiter gebunden sind, frei bewegen. Denn diese freie Bewegung ist dann der Stromfluss, den wir dann nutzen wollen. Das heißt, was muss passieren? Wir müssen in der Lage sein, uns eine Zelle, einen Halbleiter zu bauen, der die solare Einstrahlung absorbieren kann. Das dazu führt, dass die Elektronen aus diesem Energieniveau, aus dem höchsten Energieniveau herausgelöst werden und sich dann auf ein Energieniveau heben lassen, bei dem sie sich dann frei innerhalb des Festkörpers bewegen können. Wie sieht das also aus, wenn wir uns dieses Bandmodell beim Festkörper mal ansehen? Wir haben hier wieder das Energieniveau, wir haben dann hier das Energieniveau, was am höchsten besetzt ist mit Elektronen. Das ist das sogenannte Valenzband. Das heißt, durch die Bindung der Atome untereinander in dem Festkörper haben wir Elektronen, die sich in diesem höchsten Energieniveau befinden, in diesem Valenzband. Und ein Energieniveau darüber, das ist dann das sogenannte Leitungsband. Leitungsband. Das heißt, wenn die Elektronen in der Lage sind, durch eine Anregung thermisch oder durch Absorption von Photonen das Valenzband zu verlassen, auf ein höheres Energieniveau zu geben, dann lösen sie sich aus dem Festkörper verbunden und können sich frei in dem Festkörper bewegen, sodass wir dann damit in der Lage sind, einen Stromfluss zu generieren, den wir dann technisch nutzen können. Man unterscheidet jetzt verschiedene Arten der Festkörper, abhängig jetzt von dem Abstand hier. Das heißt, wenn wir dieses hier mal als Delta W für Work, das heißt, dass die Differenz, die Bandbreite zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband mal mit Delta W bezeichnen, dann haben wir einmal die Isolatoren, bei denen das Energie Niveau oder die Differenz größer als 3 Elektronenvolt als Energieeinheit beträgt. Das heißt also, dieses
Die Bandbreite ist zu groß, dass das quasi unmöglich ist. Also bei Diamant zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass man jetzt als Festkörper mit Diamant beträgt, diese Bandbreite 7,3 Elektronenvolt. Das heißt, es ist quasi unmöglich, Elektronen aus dem Valenzband herauszulösen, in das Leitungsband zu heben, damit die Elektronen sich dann innerhalb dieses Diamants bewegen. Auf der anderen Seite haben wir dann ganz rechts die elektrischen Leiter. Da ist es so, dass ich dann dieses Valenzband, das ist jetzt das Valenzband, und ich skizziere das jetzt mal in grün, das Leitungsband überlappen. Das heißt jetzt hier in grün, das soll das Leitungsband sein. So, das heißt also bei elektrischen Leitern, wie jetzt im Kupferdraht, das ist der elektrische Leiter. Da überlappen sich die beiden Bänder. Das heißt also, dieser Bandabstand ist kleiner als 0. Die Elektronen können sich direkt oder ohne zusätzliche Energie aus ihrem Verbund lösen, von den Atomkernen lösen und sich frei bewegen. Das ist auch nicht das, was wir jetzt bei einer Solarzelle wollen, denn dann hätten wir einen Stromfluss unabhängig von der solaren Einstrahlung. Das Dritte, das ist das, was wir jetzt dann tatsächlich haben wollen. Das sind die sogenannten Halbleiter. Das heißt, da haben wir das jetzt so, dass das Valenzband und das Leitungsband zwar noch voneinander getrennt sind, aber der Abstand deutlich kleiner ist als bei den Isolatoren. Das heißt, jetzt haben wir hier das Leitungsband in grün, das Valenzband in blau. Und hier ist jetzt der Abstand Delta W zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband deutlich kleiner. Das liegt jetzt im Bereich zwischen 0 Elektronenvolt und dann 3 Elektronenvolt. Das heißt, das ist eine Bandbreite, die man überwinden kann durch die Zuführung von Energie, also von Strahlung, sodass es dann dazu kommt, dass sich die Elektronen aus dem Valenzband lösen können, in das Leitungsband springen können und sich dort frei bewegen können. Das heißt, diesen Mechanismus kann man von außen beeinflussen und steuern.